berechnet. Du hast dein Ziel erreicht.
Hallo. Sieht aus wie ein alter Bacher-Truck. Der hat mehr Offroad-Rennen gewonnen, als wir warme Mahlzeiten hatten. Neue Reifen, neue Aufhängung. Ich rufe an, wenn er fertig ist. In 400 Metern rechts abbiegen. Wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen.
400 Metern rechts abbiegen. Dein Ziel erreicht. Neu berechnet. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Wir haben Abenteuer zu planen. Noch bist du nicht in der Ruhmeshalle. Du willst einen neuen Straßenszene-Außenposten errichten? Sagen wir mal, ich kenne da jemanden in Guanajuato. Warum bringe ich dich nicht mit Ramiro und dem extrem unbekannten Fahrer zusammen, der Treffen in Guanajuato organisiert? In
400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Erkenne ich da ein Muster? Denn meine Blitzerkarte würde sicher gut aussehen, wenn sie mit 3 Sternen übersät wäre. Links abbiegen. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Rami, nicht schlecht. Ich will bei meinen alten Compadres einen guten Eindruck machen. Was wäre da besser, als auf dem Heimweg einen Horizon Superstar abzuhängen? Oh doch, das ist es schon. Aber nett heißt nicht einfach. Wer zuerst in der Basilika ist? Vamos! Ab dafür! Gibt's also eine Straßenszene oder sowas? Vielleicht. Ich war ein Knirps, als ich mit Mami und meinen Dios fahren gelernt habe. Kam nicht mal an die Pedale ran. Aber man sagt, der gefürchtetste Street Racer von ganz Mexiko kommt aus Guanajuato. Ah, sagt man das? Pues sí. Es heißt, er hat noch nie ein Rennen verloren. Vielleicht tritt er ja mal bei Horizon an. Hat dieser gefürchtete Street Racer einen Namen? Oh, viele Namen. Man nennt ihn El Jefe, El Perrón, El Guapo, El Valiente. Vielleicht triffst du ihn eines Tages. Aber dazu musst du erst mal mich schlagen. Nähern uns Guanajuato! Warte, bis du die Stadt in der Nacht siehst. Bienvenido a Guanajuato, Heimat der Familie Miron, beste Stadt in Mexiko. Der Name bedeutet Froschhügel. Klingt nicht sehr nach Street Racing. Dann hast du doch nicht gesehen, wie ein Frosch richtig Gas gibt, Superstar. Seit wann ist hier ein Café? Los, abbiegen!
Sorry, Leute. Schon okay. Die Tunnel wurden als Schutz vor Überschwemmungen gebaut. Aber sie sind perfekt für El Jefe und die Straßenszene der Stadt. Oh, und pass auf den Verkehr auf. Die Straßen sind recht belebt. Aber die Rennfahrer finden, das macht den Spaß erst aus. Hab ich gehört. Du hast es fast geschafft. Die Basilika ist gleich um die Ecke. Könnte El Jefe uns doch sehen. Oh, glaub mir, das kann er. Jetzt fahr über die Ziellinie. La Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Racer, komm her, um sich ihren Segen zu erbitten. Weißt du, eventuell könnte ich El Jefe kontaktieren. Er soll ziemlich wählerisch sein. Aber wenn er denkt, du bist gut genug für die Straßenszene, besteht eventuell die Chance. Ich weiß, dass du es bist. Está bueno pues. Dann bist du dabei. Los, wir treffen meine Compadres. Tja, du kennst jetzt mein dunkles Geheimnis, also kann ich dir noch was zeigen. Folge mir! Wo wollen wir jetzt hin? Raus aus der Stadt, zu unserem Renntreffpunkt. Weiß deine Familie von El Jefe? Soll das ein Witz sein? Mein Vater würde ausrasten und mein Onkel Carlos würde mich vor jedem Familienessen zu einem Rennen herausfordern. Tja, du kannst die Straßenszene nicht mehr geheim halten. Du musst diesen Fahrern zeigen, wie die Sache läuft. Sie waren noch nie bei einem Festival. Sie lernen bestimmt schnell. Lektion Nummer uno. Gib den Leuten, was sie wollen. Und was wollen die Leute? Jemand, der gern die Auslegung der Regel strapaziert. Wir haben Gesellschaft. Darf ich vorstellen? Meine Compadres. Am Anfang waren wir bloß ein paar Kids, die in alten Bochos rumgeheizt sind. Seither sind die Fahrer, die Motoren, die Partys, alle etwas gewachsen. Übrigens, sorry wegen der Heimlichtuerei. Es war nett, meine Heimat mal als ich selbst zu besuchen. War lustig. Danke, dass du mir deine Stadt gezeigt hast, Rami. Neue Probleme. Willkommen bei der Horizon-Straßenszene. Horizon-Straßenszene. Ganz offiziell und startbereit. Sieh nur. Ich habe in ganz Mexiko Straßenrennen organisiert. Kein Druck, aber viele Leute wollen sich mit dir messen.